Moin Leute, und heute zeige ich euch einen funktionierenden Solo Unlimited Money Glitch. Und ja Leute, dieser Money Glitch ist alles andere als wunderschön, aber dazu kommen wir auch noch gleich. Was braucht ihr denn für diesen Money Glitch? Naja, ihr braucht für diesen Money Glitch ein Fahrzeug, was ihr euch duplizieren möchtet. Mein Tipp, nehmt ein Easy aus der Arena Werkstatt. Außerdem braucht ihr auch einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Teil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge sollte das Fahrzeug stehen, was euch duplizieren möchtet. Mein Tipp wieder, der Easy aus der Arena-Werkstatt. Außerdem braucht ihr noch ein Nachtclubhaus oder eine Basis oder eine Arena-Werkstatt, wo der Dion FAV steht. In meinem Fall habe ich die Nachtclub-Garage benutzt, falls ihr alles genau das gleiche machen möchtet wie im Video. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, wollte ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber ich muss sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes seid ihr in einer öffentlichen GTA Online-Sitzung in eurem Bunker. Seid ihr in eurem Bunker angekommen, geht jetzt zu eurem MOC rein und holt das Fahrzeug raus, was ihr euch duplizieren wollt. Habt ihr das Fahrzeug rausgeholt, was ihr euch duplizieren wollt, geht ihr jetzt zu Fuß. Ganz wichtig, Leute, geht ihr zu Fuß einfach aus dem Bunker raus. Seid ihr draußen angekommen, Leute, könnt ihr über Security Surf oder sonst irgendwo euch ein Fortbewegungsmittel bestellen. Aber ganz wichtig, Leute, es darf kein persönliches Fortbewegungsmittel sein. Das bedeutet, Pegasus-Flugzeuge oder Autos von Pegasus absolut in Ordnung, ein Straßenfahrzeug zum Fortbewegen auch absolut in Ordnung. Ihr könnt auch den Teleport-Glitch benutzen, den Job-Teleport-Glitch. Aber Leute, es ist ganz wichtig, ihr bestellt kein persönliches Flugzeug und auch kein persönliches Fahrzeug. Das ist jetzt tabu. Aber Leute, während ihr jetzt zu eurer Garage fahrt, wo euer Dune FAV steht, in meinem Fall immer Nachtclub-Garage, erkläre ich euch jetzt, warum dieser Money Glitch nicht ganz so toll ist wie manch anderer Money Glitch. Naja, Leute, ihr braucht ja erstmal generell diesen Dune FAV. Ist ja generell nichts Wildes, es ist ein Fahrzeug wie das andere. Aber Leute, dieses Fahrzeug kostet natürlich eine Stange Geld. In meinem Fall kostet mich sogar 1.130.500 GTA-Dollars. Und naja Leute, pro Duplikat verliert ihr so ein Dune FAV. Das bedeutet, ihr habt Kosten pro Duplikat von mindestens 850.000 GTA-Dollars, wenn ihr generell die Mission gemacht habt, mit der billiger wird. In meinem Fall leider nicht, deswegen kostet mich ein Duplikat 1.130.500 GTA-Dollars. Das heißt aber nicht, dass der Glitch nicht lukrativ ist, gar keinesfalls. Ihr werdet trotzdem eine ordentliche Gewinnspanne haben. Aber nicht nur eine Gewinnspanne, wie ihr es generell gewohnt seid. Deswegen muss euer Duplikat mehr wert sein als 850.000 GTA-Dollars, denn sonst lohnt sich der Glitch nicht und ihr macht sogar Minus bei diesem Glitch. Und das wäre eigentlich richtig scheiße. Und ja, Leute, es gibt gerade kein anderes Fahrzeug, was billiger ist als der Dune FAV, womit es gerade funktioniert. Deswegen, Leute, schaut doch erstmal, welches Fahrzeug ihr euch duplizieren wollt und guckt erstmal, ob das überhaupt so viel Geld wert ist. Seid ihr jetzt angekommen, wo euer Dune FAV in der Garage drin steht, geht jetzt da rein. Und jetzt, Leute, kommt ein richtig mieser Timing-Part. Ich bin ehrlich, Leute, dieser Timing-Part werden manche von euch echt zum Verzweifeln bringen, aber es ist möglich, Leute. Es ist schwierig, aber Leute, dieser Glitch funktioniert wirklich. Ich steige jetzt in das Fahrzeug ein. Seid ihr jetzt eingestiegen, Leute, und der Motor ist an, müsste bei euch oben links die Meldung erscheinen, dass ihr die rechte Pfeiltaste drücken könnt, um auf den Beifahrersitz zu rutschen. In meinem Fall ist jetzt die Meldung in dieser Aufnahme nicht da, aber generell ist das egal, Leute. Denn jetzt kommt der Timing-Part, ihr müsst jetzt gleich die rechte Pfeiltaste und eine Millisekunde später die R2-Taste drücken. Also wirklich auch nur eine Millisekunde. Nicht gleichzeitig, aber nahezu gleichzeitig. Und das beides auch gedrückt halten, bis ihr draußen gespawnt seid. Warum das Ganze? Wenn alles funktioniert, ich mache das jetzt, ich drück jetzt rechte Pfeiltaste und die R2-Taste relativ gleichzeitig, aber nicht ganz gleichzeitig. Blackscreen und ich spawne draußen. Ich baller auf einmal rum und zack! Das Auto ist unsichtbar. Und das, Leute, das braucht ihr, dass dieser Dune FAV unsichtbar wird nach der Rausfahrsequenz. Passiert das bei euch nicht, Leute. Hat das Timing bei euch leider nicht ganz funktioniert und müsst den Glitch komplett von vorne wiederholen. Also sprich, den Schritt, wo ihr gerade in den Bug reingegangen seid und euer Fahrzeug wieder rausholt zum Duplizieren. Ist das Fahrzeug bei euch unsichtbar geworden? Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es fast geschafft mit dem Money Glitch. Denn jetzt müsst ihr wieder mit einem Fahrzeug, was nicht euer persönliches Fahrzeug ist oder ein persönliches Flugzeug ist, wieder zum eurem Bunker hinfahren. Sprich, irgendein Straßenauto oder ein Pegasus-Fahrzeug. Seid ihr im Bunker angekommen, geht jetzt zu Fuß rein. Seid ihr im Bunker angekommen, steigt jetzt in eurem Fahrzeug ein, was ihr euch duplizieren wollt. Und Leute, ihr werdet jetzt schon merken, ihr habt ein anderes Nummernschild.
Das bedeutet, das Fahrzeug, was ihr gerade seht, ist nicht euer persönliches Fahrzeug, nein, es ist schon euer Duplikat. Und wie speichert ihr jetzt euer Duplikat? Ganz einfach, ihr fahrt jetzt zum MOC, drückt die rechte Pfeiltaste, ihr bestätigt die Meldung, dass euer MOC voll ist und zack, das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn? Und so einfach ist der Glitch, Leute, euer originales Fahrzeug steht jetzt an dieser Stelle, wo euer Dune LVV stand, also in meinem Fall in einer Nachtclub-Garage, und ihr könnt unser Duplikat verkaufen. Mal schauen, was unser Duplikat denn so bringt. In meinem Fall bringt mein Duplikat 2.213.315 GTA-Dollars. Das bedeutet, ich habe roundabout 1.100.000 GTA-Dollars Gewinn gemacht. Aber Leute, ist natürlich trotzdem echt ein Wermutstropfen, dass wir immer 1 Million Dollar ausgeben müssen, damit wir ein Fahrzeug duplizieren können. Aber Leute, es ist gerade Zeit der beste funktionierende Money Glitch, den es gibt, auch wenn es diesen kleinen Haken habt. Falls ihr Fragen habt oder es nicht hinkriegt oder sonst irgendwas, schreibt in die Kommentare, ich helfe euch gerne. Wenn euch dieser kleine Glitch gefallen hat, lasst auch mal ein Like da, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und die Leute, die mich überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren. Aber Leute, ich bin mal raus, bleibt gesund, euer Bombard, ciao.